Tja, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und keiner hat's gemerkt. Gab es in eurem Leben schon Ereignisse, ganz besondere Ereignisse, über die ihr sagt, das hat überhaupt niemand gemerkt? Oder gibt es die vielleicht aktuell in eurem Leben? Gab es eine Schwangerschaft? Es gibt Menschen oder Frauen, die schwanger werden bis zum 9. Monat und gar nicht bemerken, dass sie schwanger werden. Also vielleicht eine Schwangerschaft, ein Lottogewinn oder eine heimliche Liebe. Und keiner hat's gemerkt. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Erste Anruferin heute Nacht, Nuria, 31. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Und keiner hat's gemerkt. Und keiner hat's gemerkt. Was denn? Du hast es schon angesprochen, Schwangerschaft. Im Ernst? Ja. Das ist dir passiert? Ich hab's gemerkt, die anderen aber nicht. Aha, erzähl. Und zwar, ich war auch die 9 Monate nicht beim Arzt gewesen. Mhm. Ich habe damals bei einer Zeitung in der Anzeigenannahme gearbeitet. Mhm. Und die haben's auch nicht gemerkt, weil ich bin keine Hundehütte. Also in jeder Ecke ein Knochen. Und deswegen hat man das nicht so gesehen. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich bin keine Hundehütte. Ja, in jeder Ecke ein Knochen. Also ich bin nicht so ein Spargeltarzan. Ach so, jetzt. Das ist ja eine sehr interessante Umschreibung. Also, du bist nicht gerade sehr schlank. Genau. Ja, so und können deswegen, wir es auch nicht. Das war so drumherum verteilt. Ja. Und deswegen fiel das auch nicht auf. Ja. Und donnerstags fühlte ich mich nicht so ganz gut und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam das Kind. Aber dir war es nochmal klargestellt, von Anfang an wusstest du. Wusste ja, das, du wusstest ja. Bescheid. Außer ich war auch die Einzige, die das wusste. Gab es, ich wollte sagen, gab es keinen Vater? Natürlich, es gab einen Vater. Aber der wusste es auch nicht. Nee. Ja. Und die beste Freundin auch nicht? Nee. Nee, weil da hatte ich es nicht so mit. Ja. Also hab ich nicht. So. Jetzt war plötzlich über Nacht war ein Kind da. Ja. Was hat da die Umwelt gesagt? Sagen wir mal so, die hat es gar nicht mitgekriegt. Wie, dann immer noch nicht? Nee, weil das war so, ich hatte damals ein möbliertes Zimmer. Mhm. Und ich habe das, wie es dann soweit war, habe ich auch keinen Arzt gerufen oder so, mhm. sondern ich habe die Schwangerschaft, also die Entbindung alleine gemacht. In deinem möblierten Zimmer? Ja. Ja, weil ich war damals auch nicht so ganz gut drauf. Ich habe mir gedacht, entweder wir kommen beide durch oder wir gehen beide drauf. Ja, beschreib das mal, wie das dann abging. Ja, die Wehen kamen und mhm. dann wurde es immer schlimmer und dann mhm. habe ich gepresst, bis das Kind dann da war. Und dann habe ich dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Wie hast du die durchgeschnitten? Hast du dir vorher schon eine Schere? Nee, mit dem Bundeswehrtaschenmesser. Mit dem Bundeswehrtaschenmesser, ah ja. Ja. Ja, das ist mein Talisman seitdem, habe ich immer dabei. Ja. Und dann habe ich noch gewartet, bis die Nachgeburt kam. Mhm. Also du wusstest über diese ganzen Formalien, sage ich mal, Bescheid, dass man das abschneiden nee, muss? Wusste ich eigentlich du auch nicht. Ich habe das einfach so nach Gefühl. Mhm. So, ja, und dann? Ja, dann habe ich die Kleine erstmal gebadet. Mhm. Also das heißt dann direkt aufgebadet, mhm. ja, und gestellt und so, und dann habe ich geschlafen. Dann hast du geschlafen, mit ja. der Kleinen in mit deinem der Bett? Kleine, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich meine, du hast natürlich wirklich dein Leben riskiert und ja. Das Leben des Kindes aus. Hätte irgendeine Komplikation eintreten können ja. und das wäre es dann gewesen. Mhm. Das hast du aber ganz das fatalistisch damals hingenommen. Mhm. Ja. Weil wie gesagt, entweder wir kommen beide durch oder wir mhm. gehen beide drauf. Hattest du denn in diesen Minuten oder während der Geburt, gab es da Angst, dass Nö. Du dachtest, oh Gott, vielleicht klappt es doch nicht? Nö. 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 Wie lange hat der Geburtsvorgang gedauert? Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr so genau sagen, weil das ist schon ein paar Jährchen her, weil die Kleine, die wird jetzt im Sommer 12. Ach, die wird schon 12? Hey, ja. hey, hey. Hast du es ihr mal erzählt, auf welche seltsame Weise nee, sie... Nee, das weiß sie noch nicht. Das wird sie aber dann noch erfahren. Ja. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann bei der Zeitung angerufen, weil ich ja nicht zur Arbeit gekommen bin, mhm. ne, klar. Und die habe ich mich mit der verbinden lassen, die da zuständig war. Und wo bleibst du? Und so mhm. war sie dran. Und dann meinte ich zu ihr, setz dich mal, mach dir mal eine Zigarette an, ne? Und so, ja, und was ist denn? Und meinte ich, ja, warte mal. Setz dich, mach dir eine an. Ja, hab ich. Was ist denn? Mensch, ich konnte ja heute nicht kommen. Ich hab ein Kind. Da hat die gesagt, du spinnst wohl oder so. Die konnte das nicht glauben. Ja. So. Und hast ihr gesagt, ja, bist jetzt im Krankenhaus oder so. Mensch, nö, ich bin zu Hause. Wie, was? Ja, und dann hat sie mich dann, sagte sie, pass auf, ich komme jetzt direkt vorbei. Mhm. Ich fahre mit dir jetzt sofort in die Klinik, ne? Mhm.
Ja, und dann hat sie mich dann in die Klinik gefahren. Das war dann abends um 18 Uhr. Das ist dann doch passiert. Also die Kleine ist dann richtig untersucht worden. Ja. Du bist nochmal durchgecheckt worden. Ja. Und dann hat alles seinen ganz normalen Lauf genommen. Ja. Und so allmählich wurde dann auch deine Umwelt an das Kind gewöhnt. Richtig. Das ist ja eine tolle Geschichte. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, aber halt aber auch eine heikle und irgendwo auch traurige Geschichte. Denn, wie gesagt, es hätte alles schiefgehen können. Ne? Ja, ich weiß. Das habe ich in Kauf genommen. Hast du dann noch ein Kind bekommen? Ja, ich habe noch eins, aber das dann regulär im Krankenhaus. Was ich gerade noch fragen wollte, während der Schwangerschaft, sagst du, dass es überhaupt niemand wusste? Nee. Gab es auch keinen Gynäkologen, keinen Frauenarzt? Zu dem da war ich nicht. Alles in eigener Regie gelaufen? Ja. Das ist ja verrückt. Und bei mir im Mutterpass steht auch drin, Geburt festgestellt. Da wird ja dann immer das Datum vom Gynäkologen eingetragen. Und da steht bei mir drin, nach Entbindung. Nach Entbindung. Mhm. Und alles andere ist offen. Ja. Also finde ich schon eine sehr abgefahrene Sache, abgefahrene Geschichte. Und sicherlich wird deine Tochter sich da sehr wundern, ne, wenn sie das mal hört. Ja, glaube ich auch. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Mach weiter so. Und wünsche dir alles Gute. Wünsche ich dir auch. Und mach keine Dummheiten, falls so etwas nochmal irgendwie vorkommt. Ne? Nee, also ich will keine Kinder mehr. Ich habe schon zwei und das reicht. Ja. Ne? Alles Gute. Ich danke Tschüss, dir. Tschüss, Julia. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Andreas dran. Andreas ist 28. Ja, richtig. Und keiner hat's gemerkt. So ist es. Immer schönen guten Morgen. Ne? Ja. Trotz Regen. Trotz Regen, ja. Also meine Geschichte ist, wie soll ich sagen, wir waren in Köln nachts. Haben rumgearbeitet, haben eine schöne Party gehabt. Mhm. Und irgendwann wollten wir alle nach Hause. Die meisten sagten, wir bleiben hier. Nur ich wollte nach Hause mit meiner Freundin. Und dann sagte sie, ja, ich fahre, weil ich hatte ein bisschen zu viel getrunken. Mhm. Und im Stau standen wir dann so gegen ungefähr, ich weiß nicht, 8, 9 Uhr herum. Mhm. Und dann dachte sie, ja, ich leg mich ein bisschen hin. Hab Rücksitz runtergemacht, so ein bisschen eingenickert. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, ich weiß noch nicht warum, ich nehme auf die Idee, auf mein Mäuschen mal es mit dem Mund zu machen. Mhm. Also im Stau. Mhm. Eigentlich hatte ich gedacht, ja, was machst du, wenn jetzt neben dem LKW steht und guckt über so. Mhm. Irgendwie dachte, ach komm, weil mach mal, ne? Mhm. War also ziemlich komisch, weil erstmal ziemlich eng war. Du musstest also wirklich irgendwie dich da runterquetschen. Mhm. Und die, weil sie auch generell erst sagt, nee, ich möchte nicht und guckt doch jeder, und das merkt schon keiner. Mhm. Und dann hat sie versucht, immer wieder irgendwie ja zusammenzureißen, dass da wirklich keiner sieht, weil man kann ja auch Gefühle nicht irgendwie verbergen, ne? Man kann Gefühle nicht verbergen, ja. Das ist richtig, ja. Und ja, nach ungefähr... Also heikel ist es natürlich wirklich, wenn ein Kombi vorbeifährt oder ein Lastwagen halt, ne? Ja, also ich habe auch schon mal solche Sachen gesehen selbst und dabei nur geschmunzelt. Mhm, mhm. Aber selbst gemacht habe ich es zum ersten Mal und es war eigentlich angenehm, muss ich sagen. Wie lang dauert es dann? Wie lang war der ganze Prozess? Also wir mussten auch einfach mal kurz aufhören wegen Anfahren, Stoppen und so. Mhm. Circa eine halbe Stunde. Halbe Stunde. Mhm. Da warst du fast schon traurig, als der Stau sich dann auflöste. Das ist ungefähr, ja. Bist du denn ganz sicher, dass es keiner gemerkt hat? Also ich kam hoch. Mhm. Hatte mich also ein bisschen wieder zurecht gemacht, sie sich ebenfalls, guckte mich also so auch ein bisschen unauffällig um. Mhm. Also ich habe das Gefühl gehabt, es hat keiner gesehen, weil die haben alle auch nur ganz normal gerade rausgeguckt, guckten in ihren Spiegel und das war es eigentlich. Also ich vermute, es hat keiner gemerkt. Wenn jemand gemerkt hat, hat er seinen Spaß gehabt. Ja, so ungefähr. Wahrscheinlich können alle Fernfahrer da endlose Geschichten erzählen, ne? Ja, die, also ich habe auch so ein bisschen runterspinksen. Das ist richtig. Ich habe auch schon mal damals als DPD-Fahrer solche Sachen auch schon erlebt. Und keiner hat's gemerkt. Den Sex im Stau. Das war gut. Ne? Danke für deinen Anruf. Klar. Tschüss. Ciao. Andreas. Jetzt ist der Marcel dran. Und Marcel ist 25 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Hi. Ja, pass auf. Meine Story ist so, ich habe vor 3 Monaten in einer Fleischfabrik gearbeitet. Mhm. Und dann wurde es mir nach einiger Zeit ein bisschen zu dumm da. Und dann habe ich das geschmissen. Ja. Aber ich bin zur Bank gegangen und habe auf meine Kontoauszüge geguckt und ich habe immer noch die Kohle gekriegt von den Leuten und da war ich eigentlich relativ froh drüber. Mhm.
Ja, Moment. Also es hat keiner gemerkt, dass du abgehauen bist. Da. Ja, genau. Die überweisen mir immer noch die Kohle. Wie? Immer noch? Heute auch ja, noch? Ja, natürlich. Ja, jetzt, ja. Wie lange ist das jetzt ganz genau dann? Ja, 3 Monate erst. Aber 3 Monate ist schon ganz gut. Allerdings, wie viel Kohle ist das? Ja, 610. 610. Ja, aber das ist schon ganz gut. Ich meine, du freust dich natürlich und es sei dir auch gegönnt, das Geld. Aber das könnte natürlich auch heikel enden. Ne? Die werden sicherlich das über kurz oder lang bemerken. Ja. Ne? Ja, gut, klar. Marcel verschlägt die Sprache. Eine ganz neue Idee ist das. Ne? Nein, ja klar, da habe ich mir auch schon einige Gedanken drüber gemacht, aber pff, was soll's, ich weiß nicht. Ja. Ich muss die Kohle haben. Das ist alles ziemlich teuer, Wohnung und so ein Scheiß. Warum hast du denn den Job überhaupt geschmissen? Es ist doch wunderbar, in einer Fleischfabrik zu arbeiten. Ja, das ist wunderbar. Oder? Warst du schon mal in einer Fleischfabrik? Nein, noch nie. So etwas Perverses. Was ist denn da so pervers? Ja, ich finde wieder mit den, ja gut, es sind halbtote Tiere, würde ich mal sagen, die da aufgespießt werden. Halbtote Tiere? Ja, ich finde, die zappeln und leben noch. Das ist wirklich widerlich. Manchmal spritzt da Blut raus. Das ist, ich weiß nicht, ich kann das nicht mehr. Ich konnte das wirklich nicht mehr. Vorwiegend Schweine vermutlich? Bitte? Ja, klar. Also kritisierst du jetzt, dass die Tiere noch nicht richtig tot waren? Oder ist dir das Ganze einfach zu unästhetisch? Bitte? Ja, du, so viele Fremdwörter, das ist, was meinst du? Nee, ist ja das einfach, nein, ich meine, ob du kritisierst, dass die Tiere nicht tot sind, oder ist dir das Ganze einfach zu unappetitlich, das anzusehen? Ja, beides. Bist du ja Vegetarier? Nein. Nein. Ich also esse du, leider Fleisch, klar. Du isst doch gerne Fleisch, aber solange das Fleisch, gerne, ich muss es einfach. Solange es vom Metzger kommt, ne? Ja. Wieso musst du das? Ja, ich weiß nicht. Ist so ein innerlicher Drang bei dir. Du musst einfach Fleisch ab und zu haben. Ja, genau. Ich muss auch ab und zu Fleisch haben. Ja. Also, du bist glücklich mit deinem Geld, was da kommt. Ja, genau. Wahrscheinlich wird der Hahn bald zugedreht. Ich würde es mir an deiner Stelle erstmal vorsorglich zur Seite legen, weil du es bestimmt zurückzahlen musst. Ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt machen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber naja, wir wollen keine schlafenden Hunde wecken. Ja, genau. Keiner hat es gemerkt, dass Marcel 610 Mark ständig bekommt. Ja, danke, du. Da kannst du viel Fleisch verkaufen. Ja, gut, klar. Tschüss. Tschüss. Diana. Oder soll ich Diana sagen? Nein, Diana. Nein, Diana. 27 Jahre alt. Genau, erstmal muss ich sagen, du machst eine super tolle Sendung. Danke. Und dann habe ich eine weniger schöne Geschichte. Ich bin vor 2 Jahren nach Ägypten geflogen, in Urlaub, und ich bin dort vergewaltigt worden. Und zwar hat sich das so abgespielt, also ich bin mit meiner Freundin geflogen, dann sind wir ans Rote Meer. Ja. Und da war ein wunderschöner Steg, wo viele gesessen sind und auch geangelt haben. Und ich bin dann alleine zum Schwimmen gegangen. Meine Freundin wollte das nicht, also sie hat keine Lust gehabt. Ja, dann haben mich 2 Männer gepackt. Einer hat mich festgehalten, wir sind dann unter dem Steg gewesen. Ja, und so kam es dann zu der Vergewaltigung. Und ich sag halt einfach mal, es haben ja viele zugeschaut dabei und keiner hat es gemerkt oder keiner wollte irgendwas wissen. Keiner wollte es merken wahrscheinlich. Ja, so ungefähr. Ja, ich habe das bis heute noch nicht verkraftet. Was hat deine Freundin gesagt dazu? Ich habe das meiner Freundin ein paar Stunden später erzählt. Sie hat schon wohl gemerkt, was mit mir los ist, aber sie hat mir es dann nicht abgenommen. Ach. Wie erklärst du dir das denn? Ich meine, das ist ja nur, wenn man befreundet ist und wenn man das dann erzählt und wenn das die eigene Freundin nicht glaubt, das ist ja dann, das verschlimmert das Ganze ja noch um ein Vielfaches. Ja, das stimmt schon. Ich meine, einerseits habe ich jetzt gesehen, dass es wirklich nicht die richtige Freundin für mich war. Und andererseits, naja, es ist halt ziemlich schwer, das Ganze zu verarbeiten. Waren denn die Leute, die, von denen du meinst oder von denen du sicher bist, dass sie das mitbekommen haben, waren das Touristen oder waren das Einheimische? Nee, das waren Einheimische, die waren da auf dem Steg wohl, also es war ein riesengroßer Steg und lang und die haben da geangelt und ja, ich sage jetzt einfach mal so, einer hat mich also beobachtet und hat auch zugeschaut dabei. Und diese beiden Männer, die dich vergewaltigt haben, es waren beide 2 Männer? Ja. Das waren auch Einheimische oder waren das Touristen? Das waren Einheimische. Du bist dann danach nicht zur Polizei gegangen? Nein, also ich meine, jetzt hätte ich das lieber machen sollen, aber ich war halt total unter Schock. Natürlich, und dann in einem fremden Land, da weiß man auch nicht, was einen da erwartet bei der Polizei und wie das da dann zugeht. Insofern ist das auch verständlich.
Das ist eine sehr traurige Geschichte. Hast du denn dann danach, als du nach Deutschland gekommen bist, mal professionelle Hilfe aufgesucht? Ehrlich gesagt nicht. Mhm. Nein. Wobei es sicher recht gut wäre, das zu machen, glaube ich. Ja, jetzt möchte ich das einerteils schon, ja, aber ich habe mich halt, muss ich sagen, einfach in mein Schneckenhaus zurückgezogen und lasse niemand an mich ran, ne? Wobei das ja genau eben nicht die Lösung ist, ne? Ja, das stimmt schon. Somit trägst du es immer und immer weiter mit dir und wahrscheinlich je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird für dich die Situation dann auch. Ja, es hat mich jetzt schon viel Überwindung gekostet, hier überhaupt anzurufen. Das glaube ich. Wie viele Leuten hast du es denn dann danach erzählt, nach dem Urlaub? Es weiß keiner sonst. Es weiß keiner sonst. Du hast heute zum ersten Mal mit jemand Fremden darüber geredet. Ja. Also das finde ich schon sehr respektabel. Das ist vielleicht aber auch der erste Schritt, Diana, vielleicht noch mehr zu unternehmen. Ich denke mal, dass es langsam Zeit wird, weil sonst passiert vielleicht irgendwie ein Unglück. Ich weiß auch nicht. Ich würde dir gerne anbieten, dass du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst. Ja, gerne. Das ist der Peter Ovsianowski heute Abend. Mhm. Dann leg mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Gut, vielen Dank. Alles Gute. Danke, tschüss. Julian. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Und keiner hat's gemerkt. Oder Und keiner merkt es. Gibt es in eurem Leben irgendwelche besonderen Vorkommnisse, die ganz geheim stattfinden und ganz geheim ablaufen? Niemand merkt es. Nur ihr vielleicht oder vielleicht eine andere mit in die Angelegenheit einbezogene Person. Und niemand merkt es und niemand hat es bemerkt. 0130 29 11, Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Noch eine Diana. 19 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Hallo Diana. Ja, und zwar, ich war, also ich bin jetzt 20, also 19 Jahre alt. Ja. Und mein Kind ist schon 1,5 Jahre alt. Mhm. Und ich habe es bis zum 7. Monat halt nicht gemerkt, ne? Auch wieder so eine Geschichte. Also jetzt ja, ein bisschen also andersrum als gerade. Du, jetzt hast du es nicht gemerkt, bis zum 7. Monat. Ja, genau. Also wie kann das bloß sein? Ja, ich bin ganz normal zum Frauenarzt gegangen, zur ganz normalen Kontrolle. Ja. Und dann meinte er halt so, ich habe mir gar nicht dabei gedacht, also gedacht, weil ich habe auch meine Tage bekommen und so. Und da meinte er halt, ja, sie sind schwanger, ne? Mhm. Und meine Mutter wusste das nicht und keiner. Ja, und da hatte ich den Salat, ne? Und jetzt ist mein Junge schon 1,5 Jahre alt. Mhm. Da sagst du, hatte ich den Salat. Du wolltest also gar kein Kind haben damals. Ja, also es war nicht geplant, ne? Ja, denn ja. Ich war ja schon, also... Wie ist das denn überhaupt körperlich möglich, dass man, dass du deine Tage hast und trotzdem schwanger bist? Hat dir der Arzt das erklärt? Ja, ich weiß auch nicht. Er meinte irgendwie mit den Hormonen oder so. Also das ist bei seltenen Fällen. Mhm. Denn normalerweise ist das ja nicht, aber... Genau. Also als du beim Arzt warst, dann da warst du schon im 7. Monat. Ja, genau. Das war so. Mhm. Und du hast sonst auch gar keine Anzeichen in oder an dir bemerkt? Ich habe zwar zwischendurch manchmal gebrochen, aber ich habe das auf meine Medikamente zurückgeführt, weil ich Antibiotikum genommen habe, ja, weil ich ja erkältet etwas war, mhm, und habe das darauf zurückgeführt halt. Mhm. Ne? Aber 7. Monat, da wird man da auch ein bisschen dicker, Mensch. Ja, aber man hat nichts gesehen, ne? Gar nichts gesehen? Nee, man hat nichts gesehen. Dann war das aber ein sehr schmächtiges Kind, oder? Ich bin auch nicht übermäßig dick oder so, ne? Mhm. Der Arzt, der hat sich auch gewundert, ne? Der hat gesagt, mein Gott, das müsste man normalerweise sehen, ne? 7. Monat, du hast dann im 9. Monat das Kind ja, bekommen. Genau. Wie schwer ja, genau war es da, als es zur Welt kam? Oh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Mhm. Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Wunder mich, das wissen eigentlich aber immer alle Mütter, wenn man das so fragt. Ja. Du bist aber halt eine ganz besondere Mutter. Ja, genau. Aber ich notiere mir das immer alles so und dann... Deshalb weiß ich das so, nicht. Da hast du das denn im 7. Monat erfahren? Im ersten Moment hast du gedacht, ach du Liebe, ja, ach genau, du liebe Zeit. Ja, genau. Und hast du dich denn dann trotzdem, nun waren nur noch 2 Monate Zeit, dich darauf vorbereiten oder gar freuen können auf das Kind? Ja, ich habe mich doch, also eigentlich habe ich mich doch sehr gut vorbereitet mit meinem Freund. Und wenn ich mal kurz sagen darf, mit dem Michael Seifert aus Oberweg, der hat mir sehr gut zur Seite gestanden, ein guter Freund auch halt. Aber das war nicht der Vater des Kindes? Nee, das ist der Vater, das war der Dirk, ne? Ach, mit dem Dirk bin ich jetzt auch noch zusammen. Mhm. Ja. Und dann ist alles doch auch dann normal gelaufen danach. Ja, genau. Mhm. Also ist ein Tag vor der Geburt gekommen, ne? Mhm. Vor der normal, also ein Tag früher halt, ne? Und da fielen wahrscheinlich auch alle Leute aus allen Wolken, ne? In ja, deinem genau. Umfeld, die Freunde, die Familie. Meine Eltern und ja, genau, alle, ne? Mhm. Den habe ich dann auch gesagt und die stehen mir auch jetzt bei. Was hat denn Dirk, also der Vater des Kindes, ja, gesagt? Ja, genau, ja, genau. Der Vater. Was hat er denn gesagt, als du damals dann mit der glorreichen Nachricht nach Hause kamst? Ja, er hat sich gefreut.
gefreut, ne? War im ersten Moment erst also überrascht, ne? Und ja, aber hat's ganz gut aufgenommen. Bis zum siebten Monat schwanger und niemand hat's gemerkt. Selbst die Schwangere nicht. Das war deine Geschichte. Ja, genau. Ich danke für deinen Anruf und wünsche euch und deiner Familie alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Diana. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den Axel und der ist 31. Ja, hallo Jürgen. Hallo Axel. Erstmal schönen guten Abend oder guten Morgen. Ja. Ja, ich habe natürlich nicht so eine brisante Geschichte. Also du warst nicht schwanger. Du warst nicht schwanger. Ich war noch nicht schwanger, Gott und sei Dank. Und hast es nicht gemerkt. Vielleicht bist du es ja gerade oder so. Naja, dummer Scherz. Ja, dumm. Erzähl. Ja, eigentlich mehr lustig im Großen und Ganzen. Ja. Und zwar, es war so vor 10 Jahren, so ja, 9, 10 Jahren ist es passiert. Stehst du da mitten auf der Straße oder wie? Ja, genau. Ja, ich höre das Rauschen. Also vor 9 oder 10 Jahren ist es passiert. Ja, genau. Und zwar habe ich meine Freundin verloren, die hat Schluss gemacht. Und ich bin dann mit ein paar Kollegen einen trinken gegangen. Und bin dann morgens nach Hause gekommen, beziehungsweise ich bin noch gefahren. Mhm. Und ja, wie es so kam, hat man mich angehalten. Mhm. Und ich hatte 1,4 Promille und habe dann den Führerschein abgenommen bekommen, logischerweise. Mhm. Ich bin mit auf der Wache und Bluttest machen und so weiter. Die haben den Führerschein direkt da behalten. Mhm. Ja, und ich hatte gerade aus der Ausbildung raus, hatte Schildermaler gelernt, war in so einem kleinen Betrieb, also mit 2, 3 Leuten. Mhm. Und brauchte eigentlich meinen Führerschein. Mhm. Ja, und habe keinem erzählt, dass ich einen Führerschein abgenommen bekommen habe. Hey. Und bin dann einfach weitergefahren. Ich habe es meinen Eltern nicht erzählt. Ich bin dann zum Rechtsanwalt halt gegangen. Mhm. Und ja, der hatte eigentlich keine großen Chancen. Ich habe dann 8 Monate wegbekommen. Und während dieser 8 Monate bist du ganz normal weiter Auto gefahren? Während dieser 8 Monate bin ich dann ganz normal weiter Auto gefahren. Heikel, ne? Ja, was heißt heikel? Ich sag mal, es war Glück im Unglück, dass da nicht mehr passiert ist. Ich meine, hinterher habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht. Mhm. Aber ich sag mal, damals war ich 20. Ich wollte den Job nicht verlieren, den hätte ich mit Sicherheit verloren, wenn ich das gesagt hätte. Aber du hast natürlich wirklich dann obermäßig hoch gepokert, ne? Ja, wenn die dich da erwischt bei hätten, dann hättest du einpacken können, ne? Ich habe also Schweißausbrüche gekriegt, wenn ich die Grünen nur vom Weiten gesehen habe. Mhm. Es war mal lustig, musste ich fahren. Ich habe mich versucht immer zu drücken, wenn wir mit Bekannten gefahren sind. Und dann sind wir so durch die Stadt gefahren. Das ist dann so zweispurig und eigentlich konnte man 60 durchfahren. Mhm. Ja, auf jeden Fall sah ich von hinten eine Streife anrollen kommen. Und also das waren jetzt so diese Dienstwagen-Geschichten. Wie war das mit deinem eigenen Wagen? Das war mit meinem eigenen Wagen. Ach, du bist mit dem eigenen Wagen Dienst auch. Du hast Dienstfahrten gemacht. Nein, das war jetzt privat. Mit dem aber du bist Dienstwagen, sowohl, da war ich nur von der Firma. Ja, du bist das so, war jetzt privat. Du bist aber sowohl privat als auch dienstlich gefahren, ne? Ja, weiter. Dienstlich, musste ich fahren. Mhm. Ich sag mal, der Altmeister, der mit da war, Schildermaler, das war damals, musste das alles noch so mit der Hand gemacht werden. Mhm. Und der hat gerne mal ein Bier getrunken. Also die Strafe war natürlich zurecht mit den 8 Monaten. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Die Strafe war und absolut gerecht. Ne? Und ist alles gut gegangen. Ich hoffe, dass du nie wieder säufst, bevor du Auto fährst. Ist dir wahrscheinlich eine dicke Lehre gewesen. Ne? Das auf jeden Fall, dass das eine dicke Lehre gewesen wäre. Wahrscheinlich hätte ich vielleicht auch gar nicht wiedergekriegt. Ich weiß nicht, wie es damals danach ausgegangen ist. So, jetzt will ich natürlich die Gelegenheit mal kurz nutzen. Das passt überhaupt nicht zu unserem Thema. Aber ich habe noch in meinem Leben mit einem Schildermaler gesprochen. Du bist vom Beruf Schildermaler. Ich hab's gelernt, ja, jetzt mache ich was ganz anderes. Ich dachte immer so ganz profan, dass diese Schilder, die wir überall sehen, dass die in Fabriken maschinell hergestellt werden. Das sind heutzutage. Also, ach, damals, ja gut. Damals fing das so an mit computermäßig. Ja. Dass dann alles geplottet wurde und dann per Folien wird das alles per Computer ausgeschnitten. Aber damals ist ja auch noch nicht so lange her, ne? Also vor 10 Jahren war das noch per Hand. Ja, vor 10 Jahren, sag mal, ich habe das also noch so gelernt, dass das alles mit der Hand geschnitten wurde. Das ist ja putzig. Also diese kleinen Männchen auf den Schildern hast du unter Umständen dann auch malen müssen. Ja, ich denke mal, du meinst Verkehrsschilder oder sowas, denke ich mal schon, dass die maschinell hergestellt werden. Ich denke jetzt mal so von Fahrzeugbeschriftung, Schaufenster, ach, sowas, Bauschilder und wenn sowas alles. Aus dem Job bist du raus. Aus dem Job bin ich raus. Ja, ich mache jetzt was ganz anderes. Keiner hat es gemerkt, dass Axel illegal weiter 8 Monate Auto gefahren ist. Ich danke für deinen Anruf. Erstmal, wenn ich noch sagen darf, super, deine Sendung finde ich super. Danke. Und dein Auftritt letzte Tage bei der Ulla Kuck am Brink Show war verschärft. Verschärft. Danke, Axel. Super, cool. Okay. Gute Fahrt weiterhin. Tschüss. Ja, tschüss. Silke, 25 Jahre alt. Hallo? Ja, ich bin's persönlich und du auch.
Ja, genau. Hallo Silke. Schönen guten Abend, Domian. Jetzt bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, Mensch. Erstens mal, du müsstest ein bisschen lauter reden. Nee, komm. Das kommt alles ganz automatisch jetzt. Ach wir so. Fangen einfach an. Ja. Wir kommen hier langsam, aber wir kommen dann gewaltig. Das ist ja so bei uns beim Talkhandel. Also zu deinem Thema. Ja, zu deiner Geschichte. Was bei mir keiner gemerkt hat, dass ich anschaffen gegangen war. Ich bin heute 25, war damals 17,5. Mhm. Meine Eltern haben es nicht gemerkt, weil ich auch damals öfters auch mal nachts weg war und erst morgens wiedergekommen bin. Du warst 17,5, als es angefangen hat? Ja. Wie hat es angefangen? Ich habe mich in den falschen Mann verliebt. Das Ganze war er war ein Türke und hatte mich halt so erpresst. Wenn du mich liebst, dann machst du das, weil ich brauche dringend das Geld. Sonst muss ich mich andersweitig nach einer anderen Mädchen umsehen. Aber er war kein professioneller Zuhälter. Zumindest so professionell, um mich mit 18 zu verkaufen. Wie lange ging das dann? Von 17,5 bis? Von 17,5 bis 18, wo ich noch zu Hause gelebt habe, kurz nach meinem Geburtstag, ich habe im März Geburtstag, bin ich dann verkauft worden, er hat mich verkauft. Und was heißt genau verkaufen? Es ist öfters gängig unter den Zuhältern, dass manche Hühnchen oder wie sie die auch immer betitulieren, untereinander verkaufen. Also an einen anderen Zuhälter? An einen anderen Zuhälter, ja. Für wie viel? Die genaue Summe habe ich nie richtig erfahren. Da ich damals halt noch ziemlich ungeübt war und halt noch vieles nicht konnte, war das wohl sehr gering. Also das war irgendwas um die 2000 Mark. Also er hat dich auf den Strich geschickt. Er hat dich gezwungen zur Prostitution und dann hat er dich zusätzlich auch noch verkauft an einen anderen Zuhälter, der dich dann wieder gezwungen hat. Der mich dann massiv gezwungen hat, ja. Wie lange dauerte diese ganze Lebensphase? Bis 21. Bis 21. Und das hat dann, außer den direkt Beteiligten, hat das in deinem Umfeld, Familie, Freunde, niemand bemerkt? Das hat niemand gewusst, ja. Wie hast du das stelle ich mir sehr schwierig vor, wie hast du das kaschiert? Also vertuscht? Ich habe es teilweise dadurch vertuscht, dass ich bei Freundinnen gewesen wäre, in Disco, also am Wochenende war es natürlich immer am idealsten, dass ich halt in der Disco war, obwohl es ein bisschen unlogisch ist, bei uns macht die Disco um 5 Uhr zu und ich morgens um 7:30, weil ich erst um 7:30 oft zu Hause war. Meine Eltern waren gegen ihn, hab dann denen erzählt, ja, ich treffe mich nicht mal mit dem, weil sie hatten was gegen ihn, weil er halt Türke war, weil er halt keine feste Arbeit hatte und. Und ich habe dann damals halt gesagt, ja, ich treffe mich auch gar nicht mehr mit ihm, damit ich halt auch rausgehen konnte, weil in der ersten Zeit hatte mein Vater mich früher eingesperrt oder eingeschlossen in mein Zimmer. Aber die müssen auch gefragt haben, ob du irgendwie zur Schule gehst, ob du arbeitest, solche Sachen. Ich bin damals auf eine höhere Handelsschule gegangen und bin ja auch immer so sporadisch in dieser Schule erschienen. Gab es da eigentlich die Möglichkeit, Silke, oder hätte es die Möglichkeit für dich gegeben, am Anfang, als er damit anfing, dass du dich dagegen gewehrt hättest? Warum hast du dich nicht gewehrt? Warum hast du nicht gesagt, mache ich nicht? Weil ich ihn geliebt habe. Ist sehr zu verstehen, verstehe ich heute. Ich kann's heute, kann mich heute selber nicht mehr verstehen, was mich damals zu bewogen hat. Aber ich frage das, du hast es ja gerade auch schon so gesagt, ich habe das jetzt nochmal gefragt. Also er hat dich nicht körperlich bedroht, dass er gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann tue ich dir diese oder jene Gewalt an. Das hat er nicht gesagt. Nein, er hatte nur gesagt, ich werde dich dann verlassen und an mir ein anderes Mädchen suchen. Und das wollte ich nicht. Ich hatte dann so nach 3 Monaten später eine Phase gehabt, dass ich das nicht mehr kann, weil diesen Zustand nachts, diese Freier auf mich und Praktiken, die ich getan habe, das war nach dem ersten Erlebnis, dass ich so ein SM Freier hatte und ihn damals halt abgelehnt habe, fix und fertig war mit meinen Nerven und ihm erzählt habe, was halt los war, was mich halt so von der Rolle gebracht hat, und hat er gesagt, das ist doch scheißegal, er hätte dir aber so und so viel D-Mark dafür bezahlt. Man bekommt natürlich von bei solchen Praktiken ein bisschen mehr, als wenn einer nur eine Nummer haben möchte. Und hatte mich dann das erste Mal geschlagen und gesagt, das wirst du nie wieder tun, ich werde aufpassen auf dich. Dass ich nie wieder einen Freier ablehne. Und du das dem Freier auch noch erzählst, ne? Was dahinter steckt. Dem Freier oder? Das hast du dem noch erzählt, dem Freier.
Das habe ich so verstanden gerade. Nein, das habe ich meinem Zuhälter damals erzählt. Mhm. Ich habe das meinem Zuhälter erzählt bei meinem ersten SM-Freier, was der von mir wollte, dass ich da den halt abgelehnt habe, weggerannt bin, weil ich das halt nicht ertragen konnte. Ich konnte es einfach nicht tun. Und haben die Zuhälter, somit auch dieser erste Freund, haben die dich auf den Straßenstrich geschickt oder warst du innerhalb eines Puffs tätig? Straßenstrich. Als er dich dann verkauft hat, hattest du danach dann auch noch weiter Kontakt zu ihm? Nein. Sind dir da die Augen endgültig aufgegangen, was mit ihm los ist? Ja, da war es zu spät. Da war schon zu spät. Weil der Käufer hatte sich als Freier getan, Straßenstrich. Ich bin damals eingestiegen zu ihm in einem Auto bei einer Zentralverriegung und wir hatten einen gewissen Ort ausgemacht und Zeit und viel Geld und Kohle und er dann so, schon nach einiger Zeit wurde mir schon klar, wo willst du mit mir hin und hatte gar nicht reagiert auf meine Antworten. Ich habe dann versucht, ihn damals ins Lenkrad ranzufassen, weil ich hatte ja auch tierische Panik, ob was los war. Und der Freier hatte damals ein Handy, also ein Autotelefon im Auto. Es ging auch dann kurze Zeit später das Telefon. Er hatte sich mit irgendjemand unterhalten, drückte mir dieses Handy in der Hand und dann sagte mein Zuhälter, zu dem Zeitpunkt ja schon wieder mein Ex, mein Türke, er hätte mich halt verkauft, sollte keine Sperrenzchen machen. Mir würde es da nicht so sehr gut gehen wie bei ihm und würde mir noch viel Spaß wünschen in Hamburg. Eine ganz üble Geschichte. Wie bist du dann aus dieser ganzen Szenerie rausgekommen? 2 Jahre später. Und wie? Ich war die ganze Zeit in Hamburg anschaffen, wurde auch ständig kontrolliert, wo ich hingehe, was ich mache, was ich tue. Die Gelder wurden hinterher kontrolliert. Es wurde am Tag gezählt, mit so und so viel Freiern bin ich weggefahren, so die gewisse Summe müsste ich dann halt haben. Hatte mich dann irgendwann mal so ein Stammfreier von mir verliebt. So eine halbe Verliebtheit. Hatte ihm das dann irgendwann mal auch alles erzählt und gesagt. Und er hat mir geholfen, mich aus Hamburg wieder wegzubringen. Also war das dann auch so eine Nacht-und-Nebel-Aktion? Eine Nacht-und-Nebel-Aktion, die auch geplant war, weil ich brauchte ja meinen Pass, meine Papiere. Und seitdem bist du aus dem Milieu raus? Komplett. Komplett. Und du hast auch nie wieder was von denen gehört? Doch, die haben mich eine Zeit lang gesucht und haben meine Eltern bedroht. Aber es ist nichts Schlimmes passiert? Zum Glück nicht. Meine Eltern wussten damals auch noch nicht, wo ich war. Harte Story, harte Story, wirklich. Hast du in dieser, während dieser Zeit, ich sag jetzt mal wenigstens, etwas Kohle gemacht? Oder hat man dir da auch das meiste weggenommen? Das meiste hat man mir abgenommen. Ich hatte immer noch genügend Geld, für Getränke halt oder zum Essen und für Kosmetikprodukte, weil man muss ja auch immer gut aussehen. Gut, das ist nicht viel, aber du konntest nicht irgendwie was zurücklegen. Nein. Und für spät, das auf keinen Fall. Wie, so ganz, wenn man das Ganze jetzt so als Zeit, als Phase sieht, wie beurteilst du diese Zeit deines Lebens? Heute mit 25 kann ich sagen, das ist für mich heute erinnerungsmäßig teilweise wie ein Traum. Wie ein schlechter Traum. Wie ein schlechter Traum, so eine Phase, was ich geträumt habe, was mir, viele Sachen kommen mir gar nicht mehr hundertprozentig so zum Bewusstsein. Nur haben oftmals, Silke, auch schlimme Ereignisse irgendwie einen vielleicht positiven Effekt für einen selbst. Würdest du dem irgendwie so etwas... Nein. Gar nichts, ganz klar. Ganz klar. Überhaupt nicht. Nee. Weil das Vertrauen in Männer oder so ist gestört und ich hoffe, das wird sich ändern, irgendwann mal Liebe nochmal für einen Mann zu empfinden zu können. Lebst du denn jetzt mit einem Mann zusammen? Nein. Nein, auch nicht mit dem, der dich da rausgeholt hat? Nee, garantiert nicht. Also. Das nicht, Nein. Ich danke dir sehr für das Vertrauen, dass du uns und mir das erzählt hast. Und ich hatte gedacht, dass wenn jetzt vielleicht jemand hört, dass das mal zur Abschreckung dienen sollte, dass manche nicht so dumm sein sollten. Ja. Alles Gute, Silke. Alles klar, dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 34 und 45 Sekunden. Jetzt machen wir Pause.
1.35 Uhr und 52 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian. Das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema und keiner hat's gemerkt. Was passiert in eurem Leben, was sonst kaum jemand oder vielleicht überhaupt niemand mitbekommt? Oder was ist in eurem Leben schon passiert, wo ihr so im Nachhinein sagt, das ist schon wahnsinnig, das hat keiner gemerkt. Im positiven wahnsinnig wie im negativen Sinne. 0130 2911, unsere Telefonnummer und unsere Faxnummer 0130 11 51 22. Herzlich willkommen, Marianne, 48 Jahre alt. Hallo Domian, hallo. Hier ist Marianne, grüß dich. Ja, es ist eine ganz traurige Sache. Und zwar vor anderthalb Jahren ist mein Mann morgens im Bett verstorben und ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Das heißt, er ist nachts irgendwann um drei aufgestanden, ist auf die Toilette, wir hatten eine große 92 Quadratmeter große Wohnung gehabt, ist auf die Toilette, ist in die beiden Kinderzimmer gegangen, was wir nachher als Gästezimmer und Enkelkinderzimmer umgebaut hatten, durch den Flur in die Küche, und durch die Küche konnte man dann ins Wohnzimmer, ist von da auf den Balkon gegangen. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, ob er eine Zigarette geraucht hat, das weiß ich nicht mehr. Ist dann ins Wohnzimmer gekommen und er hatte eine kurze Shorts angehabt, weil es gerade warm war, das war im August gewesen. Mhm. Und da sage ich noch zu ihm, ich sag, sag mal, Dicker, bist du mit der Hose ins Bett gegangen? Nee, sagt er, und geht dann wieder zurück ins Schlafzimmer. Mhm. Ich lag im Wohnzimmer, hab Fernsehen geguckt, bin nach einer Stunde so was bei vier rum ins Bett marschiert und habe mich gewundert, wieso das im Schlafzimmer so unwahrscheinlich stinkt und habe nur so gedacht, mein Gott, das kann ja wohl nicht angehen. Mhm. Und bin aber dann eingeschlafen. Wach morgens auf, wir mussten zum Amt hin. Normalerweise war das mein Mann eigentlich immer, der mich geweckt hat. Mhm. Ja, jedenfalls ich hoch, wie von der Tarantel gestochen, weil das schon viertel vor neun war und wir mussten schon eher da sein. Mhm. Ich in die Dusche gelaufen, habe mich gar nicht umgedreht, weiter gar nichts. Bin in die Dusche, hab mich da fertig gemacht, komm wieder raus, bräuch mich über mein Bett, fasst mein Mann an den Arm an und sagt, Dicker, komm, aufstehen, wir müssen hoch. Mhm. Und nochmal, ich sag, Dicker, aufstehen und rüttel immer. Mhm. Und da passiert nichts, da passierte gar nichts mehr. Und dann auf einmal sah ich blaue Flecke, ja, und da war eigentlich, ja, da war Panik, totale Panik. Ist klar, ja. Erstmal wusste ich gar nicht, wie ich mich so schnell anziehen sollte. Mhm. Ich stand da so, sag ich mal, nackig vor ihm, ne, weil ich gerade aus der Dusche kam und wusste gar nicht so schnell, wie ich mich anplündern sollte. Mhm. Dann habe ich meine Nachbarin angerufen, die war aber nicht da. Dann bin ich auf den Balkon gerannt, habe sie gerufen, obwohl das Quatsch war, aber weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe. Mhm. Ja, und dann habe ich, ja, 110, glaube ich, hatte ich angerufen. Ich weiß es gar nicht mehr, oder 112, ich weiß es nicht. Ja, und dann meine Kinder angerufen. Ja, und dann kam aber dann die Polizei, die kamen dann als erstes, stellten dann den Tod fest. Ja, ich weiß nicht, nach zwei, drei Stunden oder was weiß ich, weiß das gar nicht mehr. Irgendwann hatten sie dann meinen Mann abgeholt gehabt. Und ich komme da auch nicht drüber weg. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich sehe ihn auch immer liegen. Gut, ich bin dann zwar umgezogen. Habt ihr denn irgendwie, war er herzkrank? Also was er hatte, Arterienverkalkung. Mhm. Wie alt war er? Vier Tage später wäre er 53 geworden. Mhm. Mhm. Ja. Ist er denn obduziert worden? Also wir haben ihn nicht aufmachen lassen, das wollte ich nicht, weil ich habe mir dann gesagt, oder auch die Kinder, die haben dann gesagt, weil er ist ruhig im Bett ist im Schlafen eingeschlafen. Mhm. Also so wie er da gelegen hat, so hat er eigentlich immer gelegen, wenn er geschlafen hat. Und so ist er, wie gesagt, auch eingeschlafen. Aber ja, eine Arterienverkalkung. Ja, gut, da spielten bestimmt noch andere Dinge, denke ich mal, eine Rolle, auch Alkohol, Rauchen. Also man vermutet eine Herzgeschichte oder Gehirnschlag vielleicht. Ja, uns haben sie gesagt, das wäre Gehirntod gewesen. Mhm. Nee, Quatsch, Sekundentod. Mhm. Aber was das genau zu bedeuten hat, das kann ich dir auch nicht sagen, weiß ich nicht. Mhm. Ich wollte dann auch nicht mehr nachforschen, weil ich mir schon dachte, weil er hat auch leider keine Medikamente genommen. Mhm. Er hat gar nichts eigentlich seine Gesundheit gemacht. Mhm. Du sagtest gerade, als du uns dann da in der Nacht ins Bett gegangen bist, hätte es seltsam in dem Zimmer gerochen. Es hat gestunken wie verrückt, als wenn er laufende Meter Pupse losgelassen hätte. Mhm. Und hat mich eigentlich darüber geärgert. Ne? Mhm. Weil ich nur dachte, mein Gott, hätte er das nicht auf Toilette machen können? Sag mal ein oder zwei. Gut, wir hatten zwar Fenster auf, aber... Das würde ja darauf hindeuten, dass er da schon tot war, ne? Ja. Dass er gestorben ist. Ja. Aber da das Zimmer ja dunkel war, klar, ja, habe ich das nicht gesehen. Und ich habe auch nichts gehört. Ich bin auch dann wohl gleich eingeschlafen. Du bist dann aus der Wohnung ausgezogen? Ja, ich bin dann erst zur Kur gekommen, weil ich sollte sowieso zur Kur. Den konnte ich dann Gott sei Dank noch um einen Monat verschieben. Aber die Kur, die hat mir auch nicht viel gebracht.
weil ich konnte mich da nicht entspannen, ich konnte gar nichts, weil das war alles viel zu früh. Konntest du überhaupt die nächsten ersten Tage danach schlafen? Hast du nicht immer dieses... Nein, ich habe nicht im Wohnzimmer, ich habe nicht im Schlafzimmer geschlafen. Ja, überhaupt, hat man da nicht immer ständig dieses Bild vor Augen, dass der Mann neben einem liegt und tot ist? Nee, ich habe dann im Wohnzimmer geschlafen, auf der Couch, die ist dann ziemlich eng, sag ich mal, da kann man mal einer längs und einer quer schlafen, sag ich mal, oder liegen. Und da habe ich dann geschlafen und die erste Zeit haben auch meine Kinder dann bei mir geschlafen, damit ich nicht alleine war. Ins Schlafzimmer bin ich gar nicht reingegangen. Ja, und dann, als ich dann von der Kur wiederkam, habe ich dann ganz schnell erstmal das Schlafzimmer verkaufen können, weil ich musste auch eine andere Wohnung haben, weil die Wohnung hätte ich so gar nicht zahlen können, das war zu viel, weil ich ja auch nicht wusste, was ich an Rente kriege von meinem Mann und so. Ich war arbeitslos gewesen zu der Zeit. Wie lange wart ihr eigentlich verheiratet, Marianne? Ja, wir waren, Moment, das muss ich überlegen, 48 Jahre waren wir verheiratet. Wir sind ja 50 Jahre verheiratet gewesen. Wie bitte? Du bist doch erst 48. 30 Jahre sind wir dieses Jahr verheiratet, also 28 Jahre. Ja, ich bin schon total... Bisschen wieder, also ihr wart sehr lange verheiratet. Ja. Hast du denn, wenn dir das so schwer fällt, was ja nur auch verständlich ist, darüber hinwegzukommen, hast du mal irgendwie einen Therapeuten aufgesucht, der dir... Also ich habe jetzt so eine Neurologin, aber ja, kann ich vergessen. Ich bin da ja zweimal gewesen. Und sie meinte zu mir, weil ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt unbedingt nach draußen geht. Die meiste Zeit sitze ich jetzt hier in meiner kleinen Wohnung rum. Warte, dass die Kinder mal kommen und freue mich, wenn sie kommen und gehe einkaufen, aber das war's dann eigentlich auch. Ja, und die meinte, ich sollte hier hingehen und da hingehen, aber da bin ich nicht der Typ für, weil mein Mann und ich, wir haben grundsätzlich die ganzen Jahre, haben wir alles gemeinsam gemacht. Grundsätzlich. Ob das über Ämter war, als ich nachher arbeitslos war, da ist mein Mann mit mir mitgegangen. Das heißt, wenn er das von der Arbeitszeit einteilen konnte, weil er hatte Schichtarbeit, früh, spät, Nachtschicht gehabt. Und meistens klappte das eigentlich immer. Und somit haben wir alles zusammen gemacht. Wir sind zusammen einkaufen gegangen, nach der Arbeit haben wir uns getroffen, sind einkaufen gegangen, haben eine Tasse Kaffee getrunken und noch was gegessen oder auch nicht. Nach Hause, Bildzeitung gelesen, alles. Und mein Mann hat, wir sind noch abends, war mein Sohn noch da mit der Enkelin. Die ist jetzt heute 3, damals war sie gerade ein gutes Jahr alt, gerade ein Jahr alt. Und dann haben wir noch dort draußen bei uns, da ist eine Wiese, Sandkiste. Und da sind wir dann noch draußen gewesen, mein Mann auch noch mit, und haben mit der Lütten da rumgespielt. Mein Sohn kam, dann hat sie abgeholt, beziehungsweise der ist noch erst mit meinem Mann nach oben gegangen. Und ich habe noch kurz mit einer Nachbarin geklönt und dann gehe ich auch noch oben. Mein Mann stand dann am Kochtopf, wie das immer so seine Art war, machte das Essen fertig. Ne? Wir hatten noch vom Tag vorher Königsberger Klopse. Und die hat er dann warm gemacht. Ne? Ja, die Kinder sind dann abgehauen, ja, und wir haben dann gegessen. So, was dann war, ich musste dann eigentlich, wir hatten sehr viel Schulden gehabt, aber durch unser beide Arbeit war das nicht das Thema gewesen. Aber wir mussten aufrechnen, was wir, sag ich mal, zum Monat noch zum Leben haben, weil die MAZ, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, das ist die Mietenausgleichszentrale. Wir hatten damals eine Sozialwohnung gehabt, haben beide zu viel verdient und mussten dann an den Staat zu viel Geld bezahlen. Marianne, was ich dich gerne noch fragen würde, auch wenn das überhaupt nicht begründet ist, hat man das, wenn man in solch ein Schicksal hineingezogen wird. Gab es irgendwie bei dir mal eine Zeit, wo du dir irgendwelche Vorwürfe gemacht hast? Oh ja. Welche Art? Ja, vielleicht hätte ich doch öfter mal sagen sollen, wir sollen nicht so viel trinken. Mein Mann hat leider doch ein bisschen mehr getrunken. Ich war immer wütend drüber. Nur irgendwann, dann habe ich mir das abgeschminkt, weil das ging auch auf meine Nerven. Dann bin ich drüber weggegangen, sag ich mal. Ne, hab mich zwar geärgert, aber gut, was soll's. Vielleicht hätte ich da mehr sagen sollen. Oder eben, dass er vielleicht doch zu viel gearbeitet hat, weil mein Mann hat auch zu Hause sehr viel mitgeholfen. Das sind immer so Gedanken, die einem dann natürlich immer und immer wieder durch den Kopf gehen. Ja. Lieber Janne, ich möchte sehr gerne, ich biete dir das an, ich möchte sehr gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest. Sollen wir das machen? Ja, das wäre sehr gut. Ja, das wäre toll. Das ist der Peter. Und leg mal auf, ich weiß nicht, ob er sofort zurückruft. Er ruft dich auf jeden Fall gleich noch zurück. Jo, alles klar, Domian. Und dann wollte ich noch sagen, ich gucke jeden Abend, jede Nacht deine Sendung, weil vor 5, 6, 7 Uhr schlafe ich morgens nicht ein. Und somit ist das eigentlich dein Programm. Und ich ärgere mich immer, wenn Wochenende kommt, weil du dann nicht da bist. Vielen Dank, Marianne. Ich wünsche dir alles Gute und du wirst gleich zurückrufen. Jo, alles klar, danke. Tschüss. Jetzt ist die Kerstin dran und die ist 36.
Kerstin? Ja, hallo, Domian. Hallo Kerstin, guten Morgen. Ja, ich habe zu deinem Thema auch eine Sache zu erzählen und die liegt schon 16 Jahre zurück und ist eigentlich so im Nachhinein ganz schön kurios. Also ich habe damals ein Baby gekriegt, ein Mädchen. Also da ich Zange hatte, musste ich 10 Tage im Krankenhaus bleiben. Und mir ging es auch nicht so ganz gut, wo ich nach Hause kam. Und hatte eigentlich auch wenig Ahnung so überhaupt von Kinderpflege und Babypflege. Und da war so, also eigentlich die ganze Verwandtschaft vertreten am Tag über, die Kleine mal zu füttern oder mir zu zeigen, wie das mit dem Windeln und Baden ging. Ja, und abends, in der Wohnung war es schön warm, denn es war ja auch Februar, wo die geboren war. Da lag sie so schön nackig vor uns. Und ich habe mich eigentlich gefreut und war eigentlich total glücklich. Alle haben gesagt, auch niedlich und schön. Mein Mann stand am Kopfende von der Kleinen und zeigt auf den linken Fuß. Sagt, oh Kerstin, guck mal, da sind ja 6 Zehen. Ach. Ich zähle nach, 5 Zehen, sage ich. Sag mal, du musst doch spinnen. Weißt du, wie ich mich jetzt erschrocken habe? Meine Tante nimmt den rechten Fuß, zählt nach 6 Zehen. Ach. Und haben sie im Krankenhaus nicht gemerkt, keiner. Und du hattest es bis dahin und niemand sonst auch bemerkt? Nee, wir haben sie auch, also bis dahin, glaube ich, schon 3-mal gewickelt gehabt. Also, du fällt das natürlich auch nicht sofort auf. Ne? Man zählt ja vielleicht auch nicht alles gleich nach, wenn ja, ein Kind aus dem Krankenhaus kommt. 6 Zehen am linken Fuß, hast am du? Rechten. Am rechten Fuß. Ja. Tja, da war ich natürlich erstmal wütend, dass da die Ärzte eben auch jetzt das nicht gesehen haben. Naja, und wie das eben, ach, damals alles so war, man war froh und dann dachte ich, oh, Menschen, Mädchen, und dann 6 Zehen, das kann ja niemals schöne Schuhe anziehen und alles. Da gehen einem ja sofort 100 Gedanken durch den Kopf. Ja, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben dann erstmal ans Krankenhaus geschrieben, haben da erstmal ein bisschen Wut abgelassen, dass es nicht gesehen worden ist. Da wurde man dann gleich zum Orthopäden bestellt und tja, und dann, wo sie 2 Jahre war, haben sie das dann, also den, sagen wir mal, 5. Zeh, also den Zeh zwischen Kleinen und dem davor, weggemacht, weil da waren die Wurzelknochen nicht ganz ausgebildet, aber so der Zeh sah echt, also der Fuß sah im Ganzen aus, als wenn der Zeh da reingehörte. Ja, also es sah gut aus sogar. Ja. Also optisch so. Optisch, nur dass er eben breiter war wie der andere. Ja. Wir haben. So, da ist der eine Zeh wegoperiert worden. Ja. Und hat sich das dann alles gut verheilt und ist der Fuß in Ordnung heute? Ja, die hat eigentlich immer noch Probleme, weil der Fuß ist breiter wie der andere. Also wir müssen immer 2 Paar anprobieren. Und zumindest immer den rechten Fuß, dann wissen wir, dass der linke auch passt. Nur so im Nachhinein war das eigentlich ganz kurios, weil mein Mann da so mich erschrecken wollte. Der linke Fuß, guck mal, da sind ja 6 Zehen dran, ich zähle nach und waren nur 5. Und am 6. waren wirklich 6 Zehen. Das war dann als Scherz gemeint von ihm? Ja, genau. Das ist schon wirklich... Und da war noch meine Oma, die war die ist 80, die ist eigentlich aus Jugoslawien, also waren Deutsche, die damals vor 300-400 Jahren darunter sind, die sind sehr abergläubisch und religiös erzogen. Die hat dann gesagt, ja, du hast den Zeh angehext, du hast also zu meinem Mann, du hast zusammengewachsene Augenbrauen und naja. Ich würde sagen, es ist ein Glücksbringer. Es bringt viel Glück, wenn man 6 Zehen hat. Und das soll dem Mädel im Nachhinein jetzt auch Glück bringen. Na, wollen wir es mal so sehen. Ja. Bereust du das denn eigentlich? Bereut ihr das, dass ihr den Zeh habt wegoperieren lassen? Oder war das schon richtig, die richtige Entscheidung? Also ich glaube schon, dass es die richtige war. Das Einzige, dass ich, oder was ich bereut habe, wir haben kein Bild gemacht. Und das ist uns eigentlich so, an dem, wir haben immer noch so gesagt, vor der Operation, wir müssen unbedingt ein Bild machen. So, jetzt außer die Narbe sieht man eben halt nichts mehr. Aber ich glaube, man kann sich das auch ganz gut vorstellen, wie das aussieht. Danke für deinen Anruf. Gut, Grüße danke. An die Tochter. Jo. Tschüss. Jetzt sind am Telefon Marc und Petra. Ja, genau. Hi. Hallo. Das ist erstmal der Marc. Und der Marc ist ja, genau. 20 Jahre alt. Ja. Ja, ihr beide habt angerufen. Ja, wir haben gerade einen Fax geschickt und daraufhin wurden wir zurückgerufen. Ja, zum Thema und keiner hat's gemerkt. Genau. Was denn hat keiner gemerkt? Dass, also meine Freundin, heute meine Frau, schwanger war, wurde erst 10 Stunden vor der Geburt unseres Sohnes festgestellt. Es ist verrückt, dass man solche Geschichten neuerdings immer so hört. Früher habe ich das nie gehört. Ja, ich habe gerade ja schon den anderen Anruf gehört. Ja. Wo die Dame das erst im 7. Monat gemerkt hat. Bei uns war es also wirklich 10 Stunden vorher, wo wir definitiv wussten, dass wir Eltern werden. 10 Stunden vor der Geburt. Genau. Habt ihr erst gemerkt, dass ihr schwanger seid? Das heißt, dass Petra schwanger ist? Genau. Jetzt auch nochmal so von außen, war von außen betrachtet, war Petra denn nicht ein bisschen dicker geworden?
Nee, also ich muss sagen, sie ist sehr schlank. Mhm. Ja. Ja, aber gerade dann muss man es doch eigentlich noch am ehesten sehen. Wenn jemand ein bisschen korpulenter ist, verliert sich das ja vielleicht. Ja, also da hat man aber wirklich nichts gesehen. Es war jetzt, also unser Sohn ist am 19. Januar geboren, 97. Ja, 97, ja. Ja, mhm. Und es war Winter und sie hat also Anfang Dezember hat sie einen ganz leichten Bauch bekommen, aber nicht, dass man sagen könnte, jetzt sie wäre schwanger oder da so. Habt ihr gedacht, sie hat mal ein bisschen zu viel Pizza gegessen oder so? Ja, so in etwa. Also ja. Sie hat sich schon mit Salaten und so dann durch ihre Diät gequält und haben uns eigentlich nichts weiter bei gedacht. Ne, wohnten auch noch gar nicht so lange zusammen oder waren auch noch gar nicht so lange zusammen. Und ja, irgendwann kriegte sie dann Schmerzen. Wir arbeiten also beide in einer Tanzschule und noch immer spät abends. Und sie hat Bardienst gemacht und Kisten geschleppt und so weiter und so fort. Und irgendwann bei einer Kiste konnte sie dann halt nicht mehr. Das war samstagsabends. Da haben sie nach Hause gebracht. Und sie hat also eine absolute Panik vor Ärzten, wollte also unbedingt auch nicht jetzt zum Arzt. Ich bin ja immer so schnell mit Notaufnahme und so weiter. Und kann ja auch mal was Ernstes sein. Ne? Das war dann ja was Ernstes. Ja, genau. Ja, ja. An Schwangerschaft hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee, und dann hatte ich aber nachts, ich war noch im Kino, weil sie mir auf den Wecker ging mit ihrer Jammerei, dass sie solche Schmerzen hatte, weil ich das dann nicht haben konnte, dass sie dann trotzdem nicht zum Arzt wollte. Ja. Und dann habe ich aber nachts, als ich wiederkam, und es war noch immer nicht vorbei, den Notarzt bestellt. Mhm. Ja, und der hat dann erstmal so nichts festgestellt. Nein, Moment, die Reihenfolge war anders. Wir waren erst im Krankenhaus. Ich habe sie also zur Notaufnahme gebracht. Und da hat man sie untersucht. Und dann kam sie nachher mit einem Einlauf wieder und hat gesagt, den soll ich zu Hause nehmen, dann geht's mir besser. Ist wohl nur was mit dem Magen. Ja, dann waren wir wieder zu Hause. Sie hat den Einlauf genommen, hat aber auch nichts geholfen. Verständlich, ne? Ja. Es war nicht so an der richtigen Stelle. Genau. Irgendwann kam der Notarzt und der hat sie wieder nicht festgestellt. Der hat sie wieder ins Krankenhaus geschickt. Ja. Ja, und dann nach längerer Untersuchung kam sie dann, das war ja ungefähr 10 Stunden vor der Geburt. Ist ja Wahnsinn. Kam sie und sagte, sie sei schwanger. Jetzt gib mir mal die Petra Mark. Sie möchte. Wie habt ihr denn da darauf reagiert? Du und sie natürlich auch, als die Diagnose, sage ich jetzt mal, als die Information rüberkam. Ja, also ich war schon erst, jetzt sagst du mir wieder vor. Nein, ich war also schon erst sehr geschockt, ja, in dem Moment, obwohl jetzt nicht im negativen Sinne. Weil das kann man doch eigentlich gar nicht glauben dann, ne? Ich würde auch im ersten Mal sagen, kann doch gar nicht sein, also das gibt's doch nicht. Ja, es kommt ja dazu, die haben uns ja erstmal nur gesagt, sie ist schwanger. Ach so, ja, genau. Also schon vorstellen. Der Hammer kam dann erst, als sie wollte also unbedingt nach Hause, sie wollte endlich mal schlafen und dachte, das geht, nachdem sie dann irgendwelche Medikamente bekommt. Und dann waren wir in der Gynäkologie und die haben uns dann erstmal hingesetzt, haben uns gefragt, ob wir mal einen Kaffee haben möchten. Das dauerte mir schon alles viel zu lange. Und dann haben sie ihr gesagt, sie können nicht nach Hause, denn ist es nicht nur so, dass sie schwanger sind, sondern das Baby wird heute geboren. Dann ist sie gleich da geblieben? Sie ist gleich da geblieben. Und dann kam es dann auch? Ja, genau. Und ich hab dann erstmal alles gesund, alles gesund dran? Runter. Und wie schwer war euer Kleiner oder Kleine? Petra. Sie wissen es alle nicht. Also meine Mutter erzählt das bis heute immer noch nicht. Ans Telefon. Nee, lass sie, wenn sie nicht möchte. Warum ja, nicht? Alles klar. Auswendig weiß ich das alles gar nicht. Aber wahrscheinlich dann halt auch schlecht. Ich war sehr überwältigt an dem Tag. So, ja. Vielleicht merkt man sich das sonst immer besser. Marc, hatte sie denn während dieser Zeit auch ihre Regel? Ja, hatte sie das auch. Auch. Also vollkommen verrückt, ne? Vollkommen verrückt. Und sie kann sich das auch gar nicht erklären, dass sie es selbst nicht gemerkt hat. Nee. Also sie sagte jetzt, wenn das nochmal passieren würde, merkst du es bestimmt. Aber das kann ich mir gut vorstellen, ja. Auf jeden Fall, alle sind gesund, alles ist gut gegangen. Alle Gott sei Dank, ne? Hätte ja auch schief gehen können, wenn man das nicht weiß und man überanstrengt sich dann irgendwas. Die Verwandten haben gedacht, dass wir so ein bisschen übers Ohr hauen wollten. Ah ja, aber die haben es hinterher dann auch geglaubt. Die haben es auch geglaubt, ja. Mussten sie ja. Euch alles Gute. Danke. Tschüss. Dir. Tschüss, ciao. Marc. Jetzt begrüße ich herzlich die Sabine und die ist 18 Jahre alt. Hi Sabine. Hi. Du auch schwanger? Nein. Noch nicht. Ist irre, ne? Ja. Was die Leute da so erleben und erzählt haben. Ja, aber habe ich auch schon gehört soweit. Ja, ich habe das auch in der letzten Zeit so einige Mal gehört, aber es ist schon sehr schwer nachzuvollziehen. Ja, das stimmt, ja. Zu dir, Sabine. Ja. Und keiner hat's gemerkt. Und zwar war das, ja, ich bin auf dem Gymnasium in der 13, habe Mathe LK. Ja, und da stand halt eine Klausur wieder an. Ja, und da muss man noch zusagen, es gibt 2 LKs bei uns auf der Schule. Also wir weinen mal die Leute ein, die ein bisschen weiter weg von der Schule schon sind. Das heißt Leistungskurs, ne? Ja, genau. Du konzentrierst dich also auf Mathematik. Du bist eine sehr intelligente junge Frau, gehe ich da mal von aus. Ja, aber eigentlich nicht so in Mathematik. Das war eher so eine Notlösung. Ah ja. Ja. Jo, und dann halt die Arbeit. Ja, und da muss ich noch zu sagen, es gibt 2 Leistungskurse und der eine ist halt eher dafür bekannt, dass er etwas besser ist in Mathe. Ja, und halt zwei schlaue Leute aus der Klasse, aus dem Kurs, sind dann halt, also es war abgesprochen, draußen standen halt welche von dem anderen Leistungskurs
Ich ahne schon. Ja. Ja, und die haben dann halt die Aufgaben gelöst. Wie haben die das denn dann gemacht? Und wie haben die euch das dann mitgeteilt? Per Funkgerät oder wie? Nein, nein, also sind zwei rausgegangen. Mhm. Also nacheinander auf Toilette, ja. Mhm. Ja, und die haben das dann gelöst. Und dann irgendwie, der Lehrer weiß ich auch nicht, der hat das nicht gemerkt. Also, ich verstehe es ja bis heute nicht. Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Haben die jetzt kollektiv euch geholfen oder haben die nur dir geholfen? Nein, Moment, die haben kollektiv geholfen. Die haben kollektiv geholfen. Die haben kollektiv geholfen. Also hat er aber der ganze Kurs plötzlich eine ganz tolle Arbeit hingelegt, oder? Ja, wie? Nicht so ganz. Also ich hatte eine 4 plus statt eine 5 wie sonst. Wieso hast du nur eine 4 plus gehabt? Ich hatte erwartet, du hast mindestens eine 2 plus. Ja, das geht ja nicht. Du kannst ja nicht den Zettel da hinlegen und dann alles abschreiben. Mhm. Also manche haben das zwar geschafft, aber da hatte ich zu sehr Schiss vor. Mhm. Dann ist der Mathelehrer aber auch nicht der pfiffigste, ne? Nee, der Mathelehrer ist auch nicht der jüngste. Ja, das heißt ja noch nichts. Also der hat das auf jeden Fall überhaupt nicht gemerkt. Nee, der hat Zeitung gelesen, Brötchen gegessen, der hat das nicht gemerkt. Also der hat gemerkt, dass wir auf Toilette waren und sagte so, Also war ja auch nacheinander, sind ja nicht direkt beide auf Toilette gegangen. Ja. Ja gut, und also das Schärfste kommt ja noch. Die sind ans Lehrerzimmer gegangen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das einer war oder zwei, das haben sie nicht so, habe ich nicht so ganz mitgekriegt. Mhm. Ja, und auf jeden Fall haben sie das dann kopieren lassen. Mhm. 20 Mal. Mhm. Oder 19, also 19 im Kurs sind wir. Mhm. Ja gut, und das und die haben dann auch gefragt, ja, ist das sicher nicht zu irgendeinem so mathematischen Zweck, halt klausurmäßig oder so? Mhm. Ich meine, es ist auch eine große Schule und die wissen das jetzt nicht, wann die Klausur geschrieben wird oder so. Ja gut, und die haben das, mussten das hoch und heilig versprechen, Ehrenwort geben, muss sagen, wir sind eine sehr religiöse Schule. Ja gut, und dann haben sie das halt unter die Leute gemischt. Ja gut, und manche konnten halt eine super Arbeit schreiben. Und manche nicht so, so. Ganz, ja, wie du. War das denn eine einmalige Aktion? Ja, das war eine einmalige ich hoffe. Ja, wie hoffst. Wie stehst du heute in Mathe? Ja, nur 4. Eine 4. Aber ich meine, solche Aktionen haben wir natürlich alle reichlich in unserem Schulleben auch erlebt. Ne? Aber das ist schon ganz, ganz interessant und nett gewesen. Ja, natürlich. Und ich kam mir auch schon richtig blöd vor bei den Geschichten, die heute da waren. Also mit dem toten Mann im Bett und so. Ja, nein, das ist natürlich normal. Also solche Schul- und Abi- und Uni-Geschichten gibt es eine ganze Menge. Danke für deinen Anruf. Ja, alles klar. Sabine, ciao. Jo, tschüss. Jetzt habe ich noch den Thomas und er ist 14. Ja, hallo. Thomas, was hat denn bei dir keiner gemerkt? Bei mir merkt zurzeit noch keiner, dass ich bei der Schulleitung Leute verpfeife, die bei uns Drogen verkaufen. Bei der Schulleitung verpfeifst du Leute, die Drogen verkaufen? Ja, weil wir haben auch eine Grundschule direkt bei uns mit an der Schule. Mhm. Und wenn da Leute, die gerade in die Schule kommen, schon irgendwelches Gras ist und die Finger kriegen, dann hört bei mir der Humor auf. Ist klar. Also dann lebst du aber auf einem heißen Stuhl da, ne? Das lebe ich wirklich, weil wenn diese Leute wirklich mal dahinter kommen, dann kann ich einpacken. Vor allem, weil es auch kein Grund ist, die Schule zu wechseln. Mhm. Wie kriegst du das denn überhaupt dann so raus? Das sind doch meistens ziemlich geheime Aktionen. Ja, weil ich ich habe einen Freund, sage ich jetzt einfach mal, und der ist halt auch in diesem Geschäft so halb tätig, also so ab und an. Und durch den habe ich dann halt Kontakte gekriegt. Wie viel hast du schon verpfiffen? Wie viele Leute? Verpfiffen klingt so ein bisschen leger. Wenn ich das jetzt mal so schätze, es sind eigentlich immer dieselben. Also, wie viele, sag mal? Wir haben ungefähr 15 Leute, die das machen. Und die, ich sag mal, 10 von denen fallen im Monat ungefähr auf. Thomas, das können wir jetzt nicht vertiefen. Du bist noch dran gekommen. Danke für deinen Anruf. Übrigens, das freut mich sehr, weil ich versuche seit letzte Woche Mittwoch anzurufen. Jetzt hat's geklappt. Mach's gut, Thomas. Okay. Tschüss. Ihr Lieben, in der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir wieder da. Im Radio, bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen mit einer offenen Talkradioshow für absolut alle eure Themen. Schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.